Sein Vater hat ihm angeblich eine dreistellige Millionensumme vererbt. Doch Sprössling Frank Otto ist von Beruf keineswegs Erbe, sondern ein vielbeschäftigter Medienunternehmer. Und zwar einer, der bei allem finanziellen und geschäftlichen Erfolg stets seine Liebe zur Musik und seine Achtung vor der Arbeit seiner Mitarbeiter im Auge behält. Frank Otto, der neue Typ des Medienmoguls. TVTV stellt ihn den Mann vor. Die größten Hits. Es ist das Gefühl, in dieser Stadt zu Hause zu sein, wenn du in deinem Auto sitzt und die Lichter ziehen vorbei. Okay Radio heißt Hamburgs frischester Lokalsender. Der Name ist Programm, das Rezept amerikanisch. Okay Radio brachte die erste deutsche Morningshow, provozierte mit Talk Radio. Per Telefon werden Musiktrends ermittelt. Dahinter steht ein Mann, dem der Sendungsdrang wohl angeboren ist. Dabei hatte sich Frank Otto, Miterbe eines der größten Versandhäuser Europas, einer solchen Verantwortung lange erfolgreich entzogen. Ich war immer stärker künstlerisch ausgeprägt, habe selber auch Kunst studiert, bin dann in die Musik und aus der Musik heraus dann mehr oder weniger logisch den Weg zum Radio. Noch mit 26 träumte Frank Otto, der Schlagzeuger seiner Band City Nord, von einer Karriere als Musiker. Die väterlichen Konten waren für den gar nicht artgerechten Sprössling gesperrt. Papa verlangte, dass seine Kinder sich zuerst einmal draußen bewähren sollten. Proben musste die Band deshalb wie andere auch in einem alten Luftschutzbunker. Die letzte Station seines Lebens als Profimusiker, Ottos Band Goya, wurde von Joachim Witt produziert. Im Fernsehen gab es sogar einen Auftritt, über den der Medienunternehmer heute noch schmunzelt. Im selben Jahr legte Frank Otto die Drumsticks beiseite und rettete den hochverschuldeten Radiozwerg Okay Radio. 1993 weckte er Schleswig-Holsteins Hörfunkszene mit dem Rockkanal Delta Radio. Sein liebstes Baby aber ist der kleine Kabelsender Kiss FM in Berlin. Ohne bunte Clips läuft im Musikgeschäft längst nichts mehr. Mit Viva kämpft Otto wieder einmal den David-Part gegen Abspiel-Goliath MTV. Meine Beteiligung bei Viva ist für mich so ein bisschen das Radio im Fernsehen, weil ich in Radio eigentlich immer das bessere Medium gesehen habe, also von der Sympathie, die man dem Sender gegenüberbringt. Viva ist allerdings ein Fernsehprogramm, das hat einen rund um die Uhr einen Charakter und besteht nicht aus Sendungen, also es enthält Sendungen. Aber es hat doch ein durchgehendes Konzept, einen durchgehenden Charakter. Und insofern, also das war eine Art von Fernsehen, die mich gereizt hat. Mit 19,8% ist Frank Otto bei Viva dabei. Als einzig konzernunabhängiger Gesellschafter muss er sich gegen große Plattenfirmen durchsetzen. Die würden natürlich am liebsten eigene Bands promoten. Ottos Geheimwaffe in Köln ist der Ex-OK-Radio-Musikchef. Er programmiert jetzt den Musikcomputer bei Viva. Auf keinen Fall auf diesen Menschen. Also das ist der Axel. Viva News. Aber Otto möchte mehr. Er will sich mit 30% an Hamburgs erstem Lokal-TV-Sender beteiligen. Ich suche die Alternative, ich sag mal, zu dem ganz etablierten Fernsehen und suche da jetzt irgendwo, was wird noch nicht geboten. Und was hat trotzdem noch die Chance, also eine große Zuschauerschaft zu bekommen? Da wird sehr viel Dienstleistung eine Rolle spielen. Ja, es wird ein Ein-Mann-Reportage-Team geben. Also es wird kein Beleuchter mehr mit dabei sein, es wird kein Tonmann oder Frau mehr dabei sein, sondern es wird halt ein Kameramann oder eine Kamerafrau sein und die wird alles auf einmal machen und die wird auch gleichzeitig der Reporter sein. Das heißt, sie wird die Kamera auf der Schulter tragen und das Interview führen. Und wen will er dafür engagieren? Ja, Besessene. Also Leute, die, ich sag mal, natürlich also inhaltlich besessen sind, die Fernsehen machen wollen, auf Dolby kommen raus, die süchtig sind nach guten Bildern. Die Idee stammt wieder aus den USA. Bei uns scheiterte 1A Brandenburg damit schon nach 14 Tagen. Dennoch hat Ottos Konzept bei der Hamburgischen Anstalt für neue Medien Aussicht auf Erfolg. Otto hat, als er bei OK Radio Verantwortung übernommen, schrittweise gezeigt, dass er mit Sensibilität und Augenmaß die Organisation und die Wirtschaftlichkeit eines elektronischen Medienprojekts herstellen kann. Und wir können uns deshalb vorstellen, dass er aus diesen Erfahrungen auch zu den richtigen Grundlagen für ein lokales Fernsehprogramm kommen kann. Er wird
auf keinen Fall dabei allein sein. Das will er auch nicht. Absprachen mit der Deutschen Fernsehagentur und dem Axel Springer Verlag sind bereits perfekt. Also vor allem mit Springer liegt es ja fast nahe. Also als Marktführer hier im Tageszeitungsbereich und damit Marktführer in den tagesaktuellen Medien. Es ist klar, also dass es sich besser mit Springer Fernsehen machen lässt als gegen Springer. Ja. Trotz Expansionsdrang scheint bei Herrn Otto die Kreativität noch immer im Vordergrund zu stehen. Seine Mitarbeiter mögen das. Er kommt mit Ideen, mit denen man an sich überhaupt nicht rechnet. Also das Schöne ist, wir duzen uns. Für uns ist es nicht Herr Otto, sondern Frank. Und Frank Otto ist ein erfolgreicher Mensch, aber hat für jeden Mitarbeiter immer noch ein offenes Ohr. Frank Otto, ich bin mir sicher, dass wir von diesem Mann künftig noch mehr hören und vor allem auch sehen werden. Okay, Radio.